Kaum kommt die Sonne raus, werden die Zauneidechsen aktiv. Wir Menschen stören sie nicht. Nach den kalten Tagen haben sie ganz andere Dinge im Sinn. Auch die Waldeidechse ist entspannt. Nur einen kurzen Blick hat sie für die Kamera übrig. Wer aufmerksam durch den Garten der Wildnisschule Ruhr bei Bochum spaziert, kann gar nicht anders, als vielen Tieren zu begegnen. Besonders Amphibien und Reptilien haben es dem Gärtner angetan. Ah, da haben wir eine. So, wir haben überall hier im Garten Dachziegel verteilt. Und diese Dachziegel sind natürlich ganz, ganz besonders und wichtig für die Blindschleichen, weil wir können die da nachweisen. Es ist warm für die und die fressen darunter die Nacktschnecken. Und so hat das natürlich eine positive biologische Bedeutung bei uns im Garten. Einmal als biologischer Vertilger von Nacktschnecken. Und die Nacktschnecken sammeln sich auch gern unter den Ziegeln, wenn es nicht zu warm ist. Und die Blindschleichen können sie da direkt fressen. So groß wie ein Fußballfeld ist die Fläche, auf der Umweltpädagoge seine Ideen vom Garten auslebt. Ein Naturschutzprojekt und gleichzeitig sein Arbeitsplatz. Hier geht er mit Kindern auf Safari, macht Führungen und bildet Wildnistrainer und Waldpädagogen aus. 18 Teiche hat er bislang angelegt, damit sich möglichst viele Tiere ansiedeln können. Also eine Teiche sind so angelegt, dass wir unterschiedliche Teichformen haben, Teichtiefen haben und auch temporäre Gewässer. Das bedeutet, wenn es sehr, sehr warm ist, dass die auch mal austrocknen dürfen, damit sich keine Fressfeinde bilden, wie Fische oder Insekten, die dann den Amphibien gefährlich werden. Also so wollen wir aktiv die Amphibien auch unterstützen. Und die Teiche und die Teichformen und die Teichunterschiede leisten natürlich einen wichtigen Beitrag dazu. Mauern und Hecken, Wildblumen und Wege vernetzen die Teiche, geben den Tieren Möglichkeiten zu wandern und sich auszubreiten. Und jedes Jahr kommen neue Wasserstellen dazu. Hier soll ein weiterer Tümpel für die Gelbbauchunken entstehen. Früher lebten sie in den Fahrspuren auf unbefestigten Wegen. Heute brauchen sie unsere Hilfe. Aus Sand und Lehm modelliert Maschka eine flache Kuhle. Die Unken brauchen ein Gewässer, das sehr flach ist. Das soll sonnenexponiert sein, Schatten wäre doof. Und gut ist, wenn immer Strukturen da sind, wo sich Sonne und Schatten ein bisschen abwechseln. Auf die Teichfolie wird er später ein Gemisch aus Beton und Lehm gießen. Der fertige Tümpel sieht dann aus wie dieser. Eben ein bisschen wie eine Pfütze im Fahrweg. Die Gelbbauchunken im Garten pflanzen sich eifrig darin fort. Wenn die Bedingungen stimmen, kann ein Garten erstaunlich vielen Tieren Lebensraum bieten. Wichtig sind die vielen Wildblumen, die Insekten anlocken, und auch Mauern und Totholzhaufen, die den Tieren Schutz bieten. Bei den Mauern ist es ganz, ganz wichtig, dass man die so eng wie möglich spaltet, damit Spalten entstehen, damit die Eidechsen auch wirklich Versteckplätze haben, sogar vor Mauswiesel. Es muss Sand mit dabei für die Eiablageplätze und die muss immer in der Sonne stehen. Das ist so das Wichtigste für eine Mauer. Und gut ist, wenn man viele Eidechsen im Garten haben möchte, dass man viele verschiedene Mauern überall anlegt, damit die sich auch verteilen können. Die guten Versteckmöglichkeiten und die vielen Teiche locken auch Ringelnattern in den Garten. Um die 50 Schlangen, vermutet der Naturschützer, kommen immer mal zu Besuch und jagen in den Teichen. Gefährlich für uns Menschen sind sie nicht. Die Ringelnatter kann sehr gut riechen. Und wenn da irgendwo Wasser in der Nähe ist, dann fühlt sie sich da pudelwohl. Und die ganzen Frösche, die dann da sind, das sind natürlich gute Nahrung. Sowohl die Kaulquappen, die Molche, als auch die Amphibien. Ne? Obwohl es hier Tiere im Überfluss zu geben scheint und sich in den Teichen viele Kaulquappen tummeln, zählt Martin Maschka jedes Jahr weniger Molche. Ausgesetzte Tiere haben Krankheiten mitgebracht, die das Paradies gefährden. Also wir haben in den letzten Jahren tatsächlich ein massives Amphibiensterben. Und das hat viele, viele Ursachen. Einmal der Verlust des Lebensraumes, der Insektenverschwund, also die Insekten fehlen einfach. Und auch verschiedene Krankheiten. Also Amphibien haben auch Corona momentan. Zwar nicht das Virus, aber dafür verschiedene Pilze, die tatsächlich immer mehr eingeschleppt werden und unseren Amphibien gefährlich werden. Umso wichtiger sind Gärten wie die Wildnisschule, in denen sich die Tiere vermehren können und Rückzugsmöglichkeiten finden und der Mensch einen Ort, an dem er sich mit der Natur wieder verbinden kann.